I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hit the bell, ring ding dong. Got a steak bitch with a pink string on. Hallo liebe Freunde und gepflegte Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Alltag in Lars. Ja, es ist Vormittag, ich habe mir gerade mein Frühstück gegönnt. Jetzt setze ich mich noch ein bisschen hier auf meine Bank und genieße das Wetter. Und dann werden wir mal schauen, was der Tag so bringt. Hört er da was? Ah je. Ja, moin! Moin! Ich hab hier auch von mir bitte Bestellung. Ich seh schon, ich seh schon. Ein Schredder und Ballenpresse. Ach, du bist der Sven, von dem er erzählt hat, wa? Genau. Ja, frei. Ja, dann mach auf den Hobel, ich hol den ZT und dann hol ich das Gelumpe mal runter, wa? Na klar. Ja, so startet der Tag doch gut. Wenn jetzt das Thema abkoppeln hier. Ich hoffe, ich kann das Ganze hier auch auf dem Hof irgendwo platzieren. Aber ich lade es erstmal ab. Na, das wird jetzt ein Akt. Aufmachen hier. Kann mich ja ein bisschen einweisen. Hängst, ich bin gerade zurück. Hängst du an? Na klar. Okay. Ganz sachte machen. Ich stell mir die Presse erstmal hier hin. Den Schredder. Dann holen wir mal das zweite Geschoss runter. Ist dran? Jo. Einmal frei. Eieiei. Wollen wir nicht kaputt machen hier? Mal sachte machen. Ja. Das ging ja wie das Brezeln backen. Wie sieht's denn mit der Rechnung aus? Das macht der Mühe wieder, wa? Das macht Mühe wieder, ne? Einmal frei. Du, andere Sache. Ich habe gehört, du suchst noch einen Wartburg. Komm mal schnell mit. Pass mal auf, ich krieg ja demnächst meinen Trabant geliefert. Ich habe hier noch einen alten Wartburg.
Der kann dann weg. Willst du den haben denn? Ja, musst du bloß nochmal waschen vorher. Ja, das machen wir dann. Da wären wir uns auch schon einig, wie wir das machen, aber ich habe dann keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht kannst du mir im Gegenzug was anbieten, aber wenn der Trabi kommt, ne, was soll ich denn mit dem Ding noch? Hey, den nehm ich. Ey, Mann, frei. Gut, dann werde ich mich jetzt mal dran machen, endlich mal mein Gras wegzupressen. Das wird nämlich langsam Zeit. Und ja, dir noch eine ruhige Schicht dann, wa? Ja, ich mache wieder los, ne? Einwandfrei. Bis die Tage. Tschüss. Jo, hau rein. So, ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich hau mich dann auf den ZT und werde mal die Presse anschmeißen. Und dann werden wir hier mal ein bisschen Gras pressen. Jetzt wird es natürlich schwer, hier auch noch die Schwale zu finden, die übrig geblieben sind. Aber wir fangen einfach mal an. So, da haben wir ja fast alles fertig gepresst. Ich denke mal, 2-3 Rollen werden es noch werden. So, dann werden wir auch gleich mal den Ballenschredder ausprobieren. Ich habe gesehen, bei den Schafen sieht es echt mau aus. Das muss auf jeden Fall heute noch gemacht werden. Und Wasser brauchen die auch dringendst. Ich bin auch schon lange nicht mehr am Feld gewesen. Oh, viel ist nicht mehr. Einmal frei. So, das war's. Jetzt machen wir uns gleich mal mit dem Ballenschredder vertraut.
haben wir alles dran. Ein Wunderwerk der Technik. So. Da siehst du wieder nichts hier. So, haben wir uns mal in Ballen reingeladen. Dann werden wir mal zu den Schafen fahren. Und das Ding gleich mal einschreddern. Gucken, ob der Kumpel funktioniert. Und dann ist ja auch schon wieder Mittag. So, mal schnell das Tor aufmachen, um dass jetzt genau keiner kommt. Jungs, ihr macht sachte hier. Dass die mir hier noch vor den Trecker springen. Und dann streuen wir mal ein. Oh, die müssen auf jeden Fall hungrig sein. Einmal frei. Ja, dann haben sie jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Gras drinne. Wasser machen wir nachher. Jetzt gibt es erstmal Mittagessen. Ich fahre nach Hause. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. LS19 Alltag in Last. Ich bin raus, euer Hellraiser.